Das gut, ich komm zu dir. Ah, der Laser, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, Alter, die ist hier mal anders stark. Oh Mann, ich wollte doch eigentlich nur Fortnite spielen, aber dann ist das passiert. Aber jetzt ist der Server wieder online, meine Freunde, und ich kann endlich wieder Fortnite spielen. Wir haben eine neue Waffe, meine Freunde, und zwar... Halt dein Maul! Und zwar, meine Freunde, gibt es jetzt ganz neu, einmal hier als Bild zu sehen, das neue taktische Sturmgewehr, meine Freunde. Eine absolut brachial geile Waffe, die testen wir natürlich jetzt auch mal. Das Ding ist vollautomatisch, hat 30 Schuss, verursacht 22, 23 oder 24 Schaden, hat einen Kopfschussmultiplikator von 1,75. Diese Waffe streut in Gefechten auf engem Raum wenig, doch ist im Vergleich zu anderen Sturmgewehren auf großer Reichweite weniger effektiv. Alles klar, ich würde sagen, wir versuchen das direkt mal aus. Dann hat der Kugel auf jeden Fall so noch 150 Schaden, meine Freunde, statt 200. Die Drumgun, aka das Trommelgewehr, wurde auch genervt, meine Freunde. Die Windkanäle wurden auch ein bisschen verändert. Das heißt, man kann jetzt mittlerweile in Windkanälen wieder bauen. Auch eine ganz spannende Sache. Und die Windkanäle werden tatsächlich nach Sturmphase 5 deaktiviert. Das heißt, wer dann noch im Sturm gefangen ist und einen Windkanal nehmen möchte, hat Pech gehabt, weil die Windkanäle sind dann einfach aus. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns aber jetzt erstmal direkt die neue Waffe an. Und ich bin maximal gehypt. Auf geht's in-game. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Und haben wir Glück? Natürlich nicht. Wir haben direkt meine AK gezogen. Alles klar. Aber ich höre sie schon, Leute. Da habe ich sie doch gerade gehört. Das war auf jeden Fall ein Sound von einer Waffe, die ich noch nicht kannte. Oh, Leute, da wollte er mich aber holen mit dem Ding. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat auf jeden Fall gut Damage gemacht. Aber immerhin, wir haben sie im Inventar. Und ich würde sagen, jetzt ist direkt mal Zeit rüber nach. Wir ignorieren mal die Gegner da hinten und schießen jetzt mal ein paar Mal. Okay, sie hat einen richtig nicen Sound. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Da liegt sie nochmal in lila. Holen wir uns sie doch mal. So, wo habe ich den Bruder jetzt hier gerade gehört? Okay. Oh, 15er Hit, Alter. Der Bloom bei dem Ding ist aber auf jeden Fall anders nervig. Also das ist ja schon mal ein Punkt, wo ich sagen muss, Orlando Bloom, sein Vater an der Stelle hier, ne? Okay, Leute. Das Ding ist doch ziemlich stark. Ah, der Hurensohn, Alter. Ich würde sagen, ich guck mal ganz kurz, ob ich mir ein Duo-Mate dran kläre, meine Freunde. Und der liebe Schmocki ist mit im Game, meine Freunde. Ich würde sagen, wir probieren das Ding mal aus. Und Schmocki hat mich gerade auf eine Sache hingewiesen, die ich komplett ignoriert habe. Und zwar hat das Ding oben einen Scope drauf. Und kann man damit jetzt scopen oder nicht, Schmocki? Frage, Digga. Also auf Long Range, maximaler Müll. Vielleicht hätte ich das Scope nutzen sollen. Falls es eins gibt, dann bin ich dumm. Richtig. Aber auf Close Range, Leute, wirklich nicht schlecht. Schau mal hier, Schmocki, das kleine Maschinengewehr ist nicht rausgepatcht worden, obwohl es drin stand. Guck mal hier. Hey, es stand aber wirklich, oder? Ja, ich weiß. Ich hab's auch gelesen. Okay, landen wir bei dem Haus, wo wir markiert haben? Okay, auf geht's, Digga, schön. Ja, auf geht's. Hier haben wir mit uns gelandet. Ich hab's, neue Waffe. Real Talk? Ja, Real Talk. Gegner bei mir. Gegner ausprobiert. Hab einen down. Ich hätte ihn dir fast gespielt. Okay, warte. Ich brauche auch eine. Oh mein Gott, du absoluter Ehrenmock. Zeig mal, was man damit machen kann. Okay, let's go. Also die Präzision von dem Ding ist schon echt nice. Nee, man kann nicht damit scopen, wollte ich gerade sagen. Ich habe es eben schon ausprobiert. Man kann damit nicht wirklich ranscopen. Okay, also es ist eine Nahkampfwaffe, die... Da vorne. Sollen wir ranpushen? Ja. Ist einer drin? Ja, wieder. Oh, das Digga, hat auf jeden Fall 38er Headshot. Also ich habe aber eben einen Dude halt richtig... Ich glaube, das ist so ein Ding, Schmocki. Ja. Ich meine, ich habe jetzt eine blaue. Ich habe jetzt einen blauen Laser halt, ne? Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was man halt primär eigentlich, wenn dann der blaue Laser raus ist, als SMG spielt. Weißt du, was ich meine? Ah. Also sprich, gar nicht als AR sehen kann, obwohl es eigentlich von der Klasse her eine AR ist. Gegner kommen von Main. Aber hä, warum bringt Epic eine SMG raus, wenn wir eine Tommy Gun haben? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Okay, warte. Sollen wir mal mit der neuen Waffe mal pushen? Ich versuche mal nur mit der Klaus zu spielen. Okay. Auf geht's. Also sie schießt auf jeden Fall ordentlich schnell. Das ist auf jeden Fall das Ding. Ich muss ihn töten. Tut mir leid. Da! Oh mein Gott. Unter uns? Das ist die Waffe aus... Ne, über uns, Bruder. Über uns. Safe? Ja, safe. Hab ihn. Also, boah, Digga, hä? Hä? Ich bin gar kein Fan. Ich weiß auch nicht, Alter. Muss ich ehrlich sagen? Du bist immer wieder belebt. So geht es hier aber nicht. Boah, ich hab dem einen aber gerade komplett gelasert damit, Alter. Die Prezi davon ist ja massiv geil. Echt jetzt? Ja. Der andere muss Low haben, Digga. Hol ihn dir. Der hat nichts. Hab ihn. Nice. Hier ist noch Bigness für dich. Noch einer bei mir? Okay, das Ding ist die Prezi, Alter. Auf Close Range hast du wie bei dem Laser, also bei der blauen SMG, quasi kein Bloom, Digga. Und das ist krank. Aber, boah, der hat mich von Dings gelasert. Nice. Ja, okay, da kannst du komplett vergessen, oder? Auf Entfernung ist 14 Schaden, also. Triffst du auch, glaube ich, nicht. Sie ist präzise, doch, man trifft schon. Ich glaube, das ist eine normale,
16 Schaden, Alter. Ja, komm, scheiß drauf, Digga. Also das muss es ja... Mach den Kopf auf den Fennung, das würde mich mal interessieren. Was machen wir mit den beiden? Die sind richtig geil auf uns. Haben die Bock? Ja, entweder wir snipen die, oder? Ja, snipe mit der Waffe, glaube ich, schwierig, oder? Hab ihn, push. Nice, Digga. Boah, Digga, oh! Boah, Laser, boah, Laser des Todes, Junge. Alter. Ja, Laser des Todes. Ja, gelasert mit der Schockwaffe, Mann. Hab ihn. Nice. Boah, Digga. Alter, ich hab ihn gerade komplett weggelasert damit, Alter. Okay, es ist die Geschwindigkeit, wie die Kugel fliegt. Nicht der Schaden, sondern der Laser an sich. Weißt du, was ich meine? Ja, die Präzision, oder? Digga, die Präzi und halt, dass da Zero Bullet Drop, Zero Bloom gefühlt drin ist, Alter. Ja. Das macht's halt. Oh mein Gott, okay, pass auf. Ich gucke noch hier vorne, ob ich noch irgendwie was... Weil ich habe keine Air Bullets, Digga. Ich habe 20 Stück. Ich habe Air Bullets für dich, aber hier ist auch die Tommy Gun, die wurde genervt, ne? Ich glaube, wenn man sie so spielt, also wenn ich auf Kopf lasert damit, dann... Hast du ihm so zwei Headshots hintereinander gegeben, oder was? Ja, richtig, genau. Zack. So richtig rein. Wie viel Schaden hat das gemacht? Muss ich gleich nochmal genau im Replay schauen, tatsächlich. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Okay, lass riften, Digi. Okay, was auch interessant ist jetzt, dass, wie gesagt, die Ringe tatsächlich jetzt ausgehen ab der 5. Sturmzone. Also wir haben jetzt die 1. Sturmzone und ab der 5. Sturmzone sind sie komplett aus. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ist und ich finde cool, dass man das mittlerweile in den Ring bauen kann. Wir haben hier vorne auf jeden Fall noch ein paar Gegner, Schmocki. Da kommt was. Ich hab die Bullets genommen, aber ich hab nichts bekommen. Ich hab immer noch 42 Schuss, lol. Alles gut, ich komm zu dir. Ah, der Laser, ich hab ihn! Laser ich hab ihn! Ist oh! Lol. Digga, okay. Was? Oh, Alter, ja, die ist hier mal anders stark. Der Typ konnte sich... Hast du das beide gelasert? Digga, nee, ich hab Turner gemacht mit der anderen Waffe, aber trotzdem, er konnte sich ja gar nicht dagegen erwehren. Gar nichts konnte er machen. Hast du irgendwas zum Healen irgendwie so? Ja, okay, das hilft mir nicht. Ja, dann nimm mal den Rest-Mini. Hast du jetzt mal AR-Munition für mich? Weil die frisst, ja, die schluckt ja alles an Munition. AR und Pistol brauche ich. Also der Turn, Digga, der war aber gerade tasty, Junge. Digga, du hast sie gerade beide alleine genommen. Ich hab gar nichts. Ich hab halt oben schnell gechanged, Digga, auf die SMG. Aber ich hab das Gefühl, ich spiele jetzt zwei SMGs. Und wenn die Close Range sind, Alter, also für alles Weitere würde ich einfach das Sniper benutzen. Aber jetzt so an sich... Schon böse, Alter. Findest du böse? Ich find's tatsächlich, ich würde nicht sagen, ja. Das ist das Ding. So, du bringst eine Tommy Gun, nervst du und dann so ein Ding wieder reinzubringen, ich versteh's nicht. Okay, lass mal riften, oder? Ja, let's go, Digi. Auf geht's, okay. Dicker. Lecker. First try, Digi. Holen wir jetzt den Win. Okay, unter uns rechts Gegner. Sind gerade am Healen. Ja, lass machen. Ich will deine SMG sehen. Oder deine Rifle, was auch immer, was das ist. Was? Digi, hast du damit schon durch Wände geschossen? Geht das? Oh, von oben? Ja, also die Laser geht durch. Schau mal. Obwohl, ja. Trifft man den da oben mit dieser Waffe? Nee, ne? Ich glaub schon. Der First Shot FPS. Boah, 100er Head. Pusht einer, uns pusht einer von rechts. Lass den pushen. Komm. Hab ihn. Ja, Digga. Ich hab unnötig Leben verloren. Der oben hat, wie gesagt, der oben hält sich jetzt zurück. Der hat einen 100er Headshot bekommen. Also nicht 100er Headshot, aber auf jeden Fall einen guten Hit. Ja, er ist close. Oh, Junge, die macht gut Schaden an den Gebäuden. Junge, die meldet das Gebäude. Lass rein, oder? Nee, der baut gut. Oh, nice, Digga, du hast ihn geholt. Sorry, Bruder. Nee, kein Problem, alles gut, Digga. Alles entspannt. Junge, er trifft jeden Schuss mit der Sniper. Ist knocked. Nice, Junge. Er ist hier. Er hat low. Hab ich auf jeden Fall gut Hits gegeben. Einer ist gleich down. Sehr beide schön, down, Digga. Stark, Digga. Also diese Waffe, Schmocki. Diese Waffe ist ja wohl mal, also OP sein Vater, oder? Wenn du jetzt überlegst, wie Gebäude damit weggeschmolzen das werden, Digga. Das ist schon stark. Ist jetzt wie eine neue Tommy Gun irgendwie. Ja. Das heißt, gleich müssen doch hier diese Dinger ausgehen in der Zone. Wie viele Kills hast du? Ich hab 7. Ja, Digga, starke Runde, Alter. Einen hab ich. Ja. Waren geschenkt. Ich will das selbst spielen, Digga. Und davor pushen die ja noch zwei. Zwei schwarze Echsen, Dicker. Zwei schwarze Echsen hört sich nicht gut an. Oh, der Hit, 105er Hit, Alter. Als ob. Oh, ja. Da müssen wir eigentlich pushen. Obwohl. Auf jetzt. Junge, die Waffe ist komplett broken. Einer. Oh mein Gott, ich bin knocked. Falle. Ich finish ihn. Oh, stark. Vorsicht, Falle, zieh mich. Oh mein Gott, schaffst du nicht, oder? Nein, schaffst du nicht. Du musst los. Nicht. Das ist das Ding, wenn man auf Kills geht, ey. Schaffst du überhaupt? Ja, ich schaff's generell. Oh, Digga, wir hätten nicht pushen sollen. Es war wieder typisch, Alter. Ja, wir hatten halt Bock, ne? Das ist, wenn man zu gierig ist, Digga. Aber 9 und 10 Kills, 20 Bomb. Schmocki, lass uns mal ganz kurz Spielwiese damit gehen, bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ganz kurz Spielwiese und dann sehen wir uns gleich da wieder. Auf geht's. So, wir haben jetzt mal alle ekligen Waffen, alle SMGs quasi hier im Vergleich. Also, beginnen wir mit der kleinen. Ach, die ist ja eh nicht mehr dran, aber ist ja egal. Okay, wie viel macht die? 19 in einem Headshot? 38, okay. Die macht im Headshot 38, 19, 38, 22 Bodyshot.
Okay, also ich würde fast schon sagen, warte mal, was schießt schneller? Was schießt schneller gefühlt? Tommy Gun oder die? Mach nochmal. Okay, jetzt erstmal die neue Waffe. Doch, und jetzt, die schießt schneller. Und jetzt Tommy Gun? Ne, Tommy Gun immer noch, oder? Tommy Gun schießt schneller. Okay. Lustiges Update auf jeden Fall. Die Waffe ist halt genau das, was die Community nicht haben wollte. Probiert sie selber aus, nutzt auf jeden Fall meinen Creator-Code und schaut definitiv gerne bei Merch Morgi vorbei. Cool, dass du dabei gewesen bist. Schade, dass es kein Win geworden ist, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.